Herzlich willkommen zum dritten Tag der Segelbundesliga Machensee. Die Sonne ist wieder da, die Wolken sind verschwunden und es ist unglaublich spannend. Die ersten drei Teams Punkte gleich voran und näher dran als mit der Segelbundesliga kann man am Segeln einfach nicht sein. Und deswegen gehe ich jetzt auf die Luftboje. Ja, das Gerücht, dass wir das Strafringerl wegen gestern Abend drehen müssen, können wir komplett ausschließen. Es war eine klare Jury-Fehlentscheidung und wir werden heute das nochmal weiter besprechen. Umstrittene Entscheidungen, ja, kann es natürlich geben. Es ist immer die Gratwanderung des Schiedsrichters zu erkennen, die richtige Entscheidung zu treffen und auch für den Sportler die richtige Entscheidung zu treffen. Der Unterschied ist halt oft dann der Standpunkt, der Standort, die Regelkenntnis. Und da müssen die Schiedsrichter versuchen, immer etwas besser zu sein. Generell der ganze Spirit am Boot ist halt toll, weil viel Wind, da ist irgendwie jeder total da, auch mit Fokus. Wir sind heute den ersten gefahren und das war besonders geil, wenn wir da die Vorwind runterbrettern. Ja, mein Bruder hinten, der jubelt. Ja, das war sehr cool. Ja, wir waren sehr übermütig, weil es so gut funktioniert hat auf der Vorwind. Aber wir haben dann leider platter Adrenalin vergessen, den Bock wegzurollen. Dementsprechend ist der Genacker in der Fork hängen geblieben. Und ich habe mir gedacht, mit meiner Kraft hat es nicht ausgereicht, ich muss meinen Körper einsetzen. Und dann bin ich leider weggerutscht und ja, Bahn gegangen. Also erst das Hereinfahren, das war dann eher ein bisschen frisch, aber draußen hat es noch gut gepasst, war eine angenehme Abkühlung. Ja, wir sind sehr zufrieden, wir sind gekommen direkt von der Champions League aus Travemünde und haben eigentlich ein ähnliches Team hier aufgestellt. Wir sind gut ins Fahren gekommen, ja, sehr zufrieden eigentlich mit dem Wochenende. Gestern war es schwierig für uns, umso wichtiger war es heute einfach nochmal gut durchzustarten und wir haben heute einen super Job gemacht, das ganze Team. Color fills the open skies in ways I never knew.